Hoch oben im Himalaya bewahren die Lepcha ein uraltes Heilpflanzenwissen. Wir treffen einen weisen Schamanen und einen neugierigen Biologen. Hoch oben im Himalaya, weit entfernt von der modernen Zivilisation, lebt das Volk der Lepcha. Es sind die Ureinwohner Sikkims. Selbst bezeichnen sie sich als die liebenswürdigsten Menschen der Welt. Die Lepcha besitzen einen großen Schatz, der lange verborgen blieb. Ihr Wissen um die Heilkraft der Pflanzen. Die Chen Lepcha ist Schamane und Heiler. Eine Nachbarin bittet heute um seine Hilfe. Ihrer Schwester geht es schlecht. Für seine Gemeinde ist der Schamane Di Chen Tag und Nacht da. Seit über 40 Jahren kümmert er sich um Kranke und Verletzte. Chungde, wo hast du Schmerzen? Wo tut es am meisten weh? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Herzrasen? Sie klagt über Magenschmerzen. Ihr ganzer Körper ist angespannt. Ja dann. Ich werde eine Medizin besorgen. Du wirst ein bisschen davon probieren. Danach wissen wir mehr über deine Erkrankung. Wir wissen dann, ob du eine Lebensmittelvergiftung hast oder nicht. Bald werden wir mehr wissen. Schlaf weiter. Di Chen ist einer von 25 Schamanen, die im Reservat der Lepcha im Songgu leben. Sie sind es, die das jahrhundertealte Wissen um die Heilkraft der Pflanzen bewahren und an ihre Nachfolger weitergeben. Nur eine Straße führt zu Di Chens Dorf Safu. Das ehemalige Königreich Sikkim liegt im Osten des Himalayas, zwischen Nepal, Bhutan und China. Mit nur 7000 Quadratkilometern, etwa der Fläche Kretas, ist Sikkim der zweitkleinste indische Bundesstaat. Angeblich um ethnische Unruhen zu befrieden, schickte Indien 1973 seine Armee in das kleine Land. Zwei Jahre später erklärte Indira Gandhi die Monarchie und die Unabhängigkeit Sikkims für beendet. Heute verbindet Sikkim nur eine Grenzstation mit dem südlichen Nachbarn Bengalen. Die Kontrollen sind streng. Sikkim ist ein strategisch wichtiges Gebiet zwischen den beiden Großmächten China und Indien. Über dem Land thront der Kanchenjunga. Er ist fast 8600 Meter hoch, der dritthöchste Gipfel der Welt. Die Lepcha glauben, dass hier die mächtigsten Götter ihren Sitz haben. Die extremen Höhenunterschiede und unterschiedlichen Klimazonen haben in der Region eine große Artenvielfalt entstehen lassen. Populärer Botschafter von Sikkims Naturreichtum ist der rote Panda. Der Katzenbär ist Sikkims Staatstier und soll die Bewohner an einen schonenden Umgang mit der Natur gemahnen.
Nach Schätzungen leben hier heute nur noch rund 250 rote Pandas in freier Wildbahn, weil immer mehr Waldgebiete der Landwirtschaft geopfert werden. Der Süden Sikkims wird von großen Monokulturen beherrscht. Reis, Weizen, Mais und Kardamom sind die wichtigsten Exportgüter. Jahrhundertelang war Sikkim ein abgeschottetes Land. Seit der Annexion durch Indien haben sich vor allem Einwanderer aus Bengalen und Nepal in dem kleinen Bergstaat niedergelassen. Heute leben etwa 500.000 Menschen in Sikkim. Rund ein Fünftel davon in der Hauptstadt Gangtok. Längst ist der Sprach- und Kulturmix zu einem Markenzeichen Gangtoks geworden. Die ursprünglichen Bewohner sind eine Minderheit im eigenen Land. Ihre Kultur und Traditionen drohen in Zukunft zu verschwinden. Bharat Pradhan ist Ökologe am Institute of Himalayan Environment in Gangtok. Seit Jahren erforscht er die Dschungelgebiete im Norden Sikkims. Gemeinsam mit Kollegen der Universität Gangtok arbeitet der 34-Jährige an der systematischen Datenerfassung von Heilpflanzen. An seinem Projekt ist auch Indiens Botanische Gesellschaft beteiligt. Sie plant, einzelne Pflanzen und ihre Wirkstoffe patentieren zu lassen. Die Region Zongu ist ein sehr artenreiches Gebiet. Morgen werde ich dorthin reisen. Es ist das erste Mal für mich. Im Dorf Safu werde ich einen Schamanen und einen Knochendoktor aufsuchen, um hoffentlich so aus erster Hand mehr über ihre Pflanzenmedizin, ihre Therapiemethoden und über die Krankheiten, die sie heilen können, zu erfahren. Mit im Team ist auch der Biologe Bhurai Acharya. Ihn interessiert vor allem das pharmakologische Wissen der Naturheiler im Songgu. Neben der Erfassung aller Heilpflanzen wollen die Forscher auch das alte Wissen der Bergheiler dokumentieren. Die Lepcha im Songgu nutzen die medizinischen Pflanzen seit jeher. Bis heute ist das so. Sie wollen keine westliche Medizin. Sie bleiben bei ihren Heilkräutern. Schau, überall um sie herum ist unberührter Dschungel. Da finden sie überall die Pflanzen. Ich finde, die Lepcha sind ein besonderes Volk, ein wahres Kulturvolk. Das Songgu ist also ein guter Ort, um über die Ethnomedizin der Lepcha zu forschen. Ja, absolut, der richtige Ort. Die Chen hat inzwischen die Heilpflanze gefunden, die seiner Patientin helfen soll. Es ist die Leopardenblume, die im Songgu weit verbreitet ist. Zuerst müssen wir die richtige Diagnose stellen. Ich gebe ihr ein bisschen von der Arznei. Danach weiß ich, ob sie eine Lebensmittelvergiftung hat oder nicht. Wie geht es dir? Ich habe eine Wurzel mitgebracht. Jetzt gebe ich dir ein Stück davon. Du kaust es. Danach werden wir wissen, ob du die Medizin brauchst oder nicht. Zerkau sie zügig. Dann sag mir, ob deine Zunge und dein Rachen heiß werden. Wir werden gleich das Resultat wissen. Malubrik ist eine sehr wichtige Medizin. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Meine Zunge brennt. Und im Rachen? Es brennt wie Chili. Jetzt wissen wir es. Sie hat eine Lebensmittelvergiftung. Wir müssen ihr die Medizin geben. Die Chen Lepcha ist nicht nur der Dorfarzt. Er ist das spirituelle Oberhaupt der Gemeinde. Ein Bon Ting, ein Schamane,
ist auch Ratgeber, Richter und Zeremonienmeister. In meiner Kindheit war es üblich, längere Zeit im Dschungel und in den Höhlen zu verbringen. Damals wurde ich eins mit den Naturgeistern. Von ihnen erfuhr ich alles. Ihr Wissen wurde so zu meinem. Die Menschen hier vertrauen mir. Sie kommen Tag und Nacht, um Medizin zu holen. Oder damit ich die bösen Geister vertreibe. Sie halten mich nicht für einen Guru. Sie haben großen Respekt vor mir, weil ich gute Arbeit leiste. Für uns Schamanen ist das die Gabe. Das Volk der Lepcha kam vor über 1000 Jahren aus der Mongolei nach Sikkim. An den steilen Berghängen des Songgu gründeten sie ihre ersten Dörfer. Safu hat rund 200 Einwohner. Geregelte Arbeitsplätze gibt es hier oben nicht. Die Männer finden hier und da Gelegenheitsjobs beim Straßen- oder Hausbau. Die meisten Lepcha leben von der Landwirtschaft. Reis, Kardamom und Mais verkaufen sie an die Händler im Tal. Der Verdienst reicht gerade für ein einfaches Leben. Auch die Chen und seine Frau Ting Mit sind Bauern. Er ist 66, sie 60 Jahre alt. Die Lepcha sprechen und schreiben in ihrer eigenen Sprache, die zur tibetisch-burmesischen Sprachfamilie gehört. In der Schule lernen die Kinder auch Nepali und Hindi, die indischen Landessprachen. Ihre Heimat nennen die Lepcha Nemae Liang, das verborgene Paradies. Sich selbst bezeichnen sie als Kinder Gottes und als die liebenswürdigsten Menschen der Erde. Von Anbeginn an hat das Lepcha-Volk nie Gewalt angewendet. Wir lieben es, in Frieden zu leben. Wir sind ein friedliches, ein einfach lebendes Volk. Seit den Zeiten des Königs ist es Fremden untersagt, im Songgu zu siedeln. So ist dieses Gebiet das reine Lepcha-Land. In Safu lebt auch Sunam Lepcha. Im Dorf nennen ihn alle nur Mandela. Er ist der Knochendoktor des Dorfes. Heute versorgt er seinen Patienten Layden, der sich vor ein paar Tagen den Arm gebrochen hat. Mandela behandelt nicht nur Knochenbrüche. Er kennt viele Heilpflanzen, mit denen er auch andere Beschwerden kurieren kann. Nicht so bei seinem Nachbarn Achung, der seit Wochen krank ist. Keine von Mandelas Therapien hat bisher angeschlagen. Hallo, wie geht es dir? Lass deine Hand mal sehen. Wie fühlst du dich? Nicht besser. Dann brauchen wir eine andere Medizin. Ich werde wiederkommen. Bis bald. Mandela ist ratlos. Jetzt kann ihm nur noch der Schamane weiterhelfen. Hallo. 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 Bitte, setz dich. Ich komme mit einem Anliegen. Womit kann ich dir behilflich sein? Ich bin gekommen, weil ich deinen Rat brauche. Es geht um einen meiner Patienten. Aha, lass uns reingehen. Gora jo lang
Mein Patient ist krank. Eine ganze Weile schon. Ich gebe ihm verschiedene Medizin, doch keine kann ihm helfen. Er wird einfach nicht gesund. Aha. Welcher böse Geist hat ihn befallen? Falls er Medizin benötigt, wird er sie bekommen. Er hat Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Er ist schon so lange krank, keine Heilung in Sicht. Deshalb bin ich hier. Gut, ich werde die Götter befragen. Gott der Wahrheit und Gott des Vertrauens, sagt uns, was geht hier vor? Welches Jahr ist er? Jahr des Adlers. Adler? Ja. Es wird dauern, bis er wieder gesund wird. Gib ihm Medizin, die das Fieber senkt und die Schmerzen lindert. Danke. Ich danke dir. Ich wollte ihn schon ins Krankenhaus schicken, aber er hat ja nichts. Ich meine, er hat kein Geld. Das könnte Schwierigkeiten geben. Schon gut. Mandela wird Dietjens Rat vertrauen. Ins Krankenhaus schicken die beiden ihre Patienten nur in lebensbedrohlichen Notfällen. Denn die Behandlung dort kostet viel Geld. In Sikkim gibt es keine Krankenversicherung. Dietjens und Mandelas Heilertätigkeit dagegen ist für alle kostenlos. Zu Hause beim Schamanen. Chuki, Dietjens Schwiegertochter, und Ding Mit bereiten das Essen vor. Gekocht wird auf der traditionellen Feuerstelle. Zwiebeln sorgen für ein schmackhaftes Essen. Es gibt so viele Zutaten, Zwiebeln, Chili und Tomaten. Ich kann davon nie genug kriegen. Und ohne Chili geht es einfach nicht. Der Gebetsraum des Hauses. Vor jedem Abendessen muss Chuki alle Räume des Hauses ausräuchern. Ein tägliches Ritual, um die Naturgötter milde zu stimmen. Das Rauchwerk hat aber auch praktische Gründe. Es hält die Insekten fern. Und die auf der Holzkohle verbrannten Pflanzensamen hinterlassen einen angenehmen Duft. Der nächste Morgen in der Hauptstadt Gangtok. Bharat packt. Das Sammeltaxi geht in einer Stunde. Bharat lebt mit seiner Frau Lakpa und seinem Sohn in einer winzigen Wohnung. Er ist froh, dass er die Familie ernähren kann. Seine Frau möchte dennoch in ein paar Jahren wieder als Sekretärin arbeiten. Ist das Ladegerät für die Kamera vorne drin? Ja. Ich packe die Bücher da noch rein. Ja, das ist gut. Ich gehe, Schätzchen. Ich gehe. Tschüss. Ich werde in 2 Tagen wieder zurück sein. Ruf jemanden an, damit du nicht so alleine bist. Mein kleines Schätzchen, ich muss gehen. Papa ist bald zurück. Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Noch vor Sonnenaufgang macht sich das Sammeltaxi auf den Weg. Gerade jetzt, in den Sommermonaten, kann sich die Reise in die Länge ziehen.
Der Monsun bringt viel Regen. Gebirgsbäche überschwemmen immer wieder die Straße. Tief im Tal der mächtige Gebirgsfluss Testa, der durch ganz Sikkim fließt. Nur wenige Straßenabschnitte sind asphaltiert. Für die 80 Kilometer lange Strecke benötigt das Sammeltaxi über 7 Stunden. Der Kontrollposten vor Chungtang am Songgu-Reservat. Seit rund 50 Jahren wird dieses Gebiet besonders geschützt. Das Songgu-Reservat ist nur für die Lepcha da. Niemand anders darf hier siedeln. Und jeder, der kein Lepcha ist und hier hinein will, braucht eine Genehmigung der Behörden. Nicht nur Ausländer, auch wir Sikkimesen brauchen sie. Doch die strengen Kontrollen haben noch einen anderen Zweck. Immer wieder haben illegale Grenzübertritte zu Konflikten mit China geführt. Indiens Zentralregierung will Auseinandersetzungen mit dem großen Nachbarn im Norden verhindern. Die nächste Unterbrechung folgt nur wenige Autominuten später. Ein Erdrutsch hat die Straße blockiert. Einige Kilometer weiter schlagen Wanderarbeiter Felsbrocken zu neuen Pflastersteinen. Straßenbau in Sikkim ist größtenteils reine Handarbeit. Viele Gastarbeiter aus Südindien arbeiten hier während der Sommermonate. Ihr Tageslohn beträgt nur 1 Euro. Endlich erreicht das Sammeltaxi Chungtang, die Distrikthauptstadt im Norden Sikkims. Bharat muss hier das Taxi wechseln. Chungtangs Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen. Heute verlassen viele junge Lepcha ihre Heimatdörfer. Sie suchen nach Abwechslung. Sie sehnen sich nach Komfort und Wohlstand, wie sie es aus dem Fernsehen kennen. Sie suchen Arbeit in der Stadt. Sie wollen hier Geld verdienen. Deswegen interessiert sie das traditionelle Wissen ihrer Ahnen nicht mehr. Ein paar Kilometer hinter Chungtang, der letzte Kontrollposten. Hier beginnt das Reservat der Lepcha. Auf steiniger Piste führt der Weg bergauf, nach Safu, 2500 Meter hoch gelegen. Dort will sich der Wissenschaftler Bharat mit Dichen treffen, dem Schamanen. Bharat erreicht das Gemeindehaus von Safu. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in Safu. Danke, dass Sie mich empfangen. Schön, dass Sie gekommen sind. Wie ich bereits am Telefon erzählt habe, bin ich aus Gangtok und möchte Ihre Arbeit als Heiler und Schamane dokumentieren. Ich hoffe, Sie erlauben das. Kein Problem. Gerne unterstütze ich Ihr Vorhaben. Herzlichen Dank. Das ist eine große Ehre für mich. Tashi, kommst du? Wir haben einen Gast. Hallo. Tashi und Pumit, die Enkel von Dichen, begrüßen den Gast. Einen Wissenschaftler haben sie hier oben noch nie gesehen. Bitte setzen Sie sich. Bharat erklärt Dichen sein Forschungsprojekt und dass er für die Recherchen mehrere Tage in Safu bleiben will.
Zum Glück, denn ausgerechnet heute hat die Chen kaum Zeit für den Wissenschaftler. Der Schamane schickt Bharat zum Knochendoktor Mandela, der ihn in sein Wissen über die Heilpflanzen einweihen soll. Mandela ist gerade mit der Zubereitung einer Arzneimischung beschäftigt. Eine Aufgabe, die er mit großer Hingabe ausführt. Bharat macht sich auf den Weg. Seine Recherche im Songgu kann beginnen. Welche Kräuter verwendest du? Das sind Blätter der Mistel. Das hier ist Pom Chuk. Und dann nehme ich noch die Zwiebeln der Bui Champa, der Gewürzlilie. Hier. Und dann noch Esche. Ja, die Himalaya-Esche. Du nimmst ihre Rinde? Genau, die Eschenrinde fördert die Wundheilung. Das hier ist die Frucht. Das ist das Blatt von der Mistel. Sie stärkt die Abwehrkräfte. Ihre weiße Frucht finden wir nur in Bäumen. Also die Pflanze wächst in Bäumen. Ich habe gehört, wenn man Fremden das Wissen um die Pflanzenmedizin beibringt, soll die Medizin ihre Wirkung verlieren. Manchmal ist die Medizin wirkungslos, das stimmt. Aber das hat einen anderen Grund. Angenommen, eine Medizin wirkt bei einem Patienten, bei einem anderen aber nicht, dann liegt das am Schicksal des Einzelnen. Dagegen kann man nichts tun. Aber man muss bei der Zubereitung immer gewissenhaft sein. Wenn beispielsweise die Medizin plötzlich anders riecht, dann nützt sie auch nichts mehr. Bitte setz dich, ich bin gleich zurück. Mandela erwartet eine Patientin. Er fühlt sich geschmeichelt, dass ein Wissenschaftler aus der Stadt sich für seine Heilkunst interessiert. Bitte setzen Sie sich hierhin. Nema hat sich vor 2 Wochen den Arm gebrochen. Auf dem Feld ist sie unglücklich gestürzt. Mandela behandelt seine Patientin nur im traditionellen Kostüm. Hallo Nema, geht es deiner Hand besser? Ich habe noch etwas Schmerzen in der Hand. Dann wollen wir sie mal ansehen. Da tut es noch weh. Kannst du greifen? Spürst du alle Finger? Greifen schon, aber ich kann noch nichts festhalten. Wer hilft dir im Haushalt? Du darfst nichts Schweres anfassen. Die Kinder helfen mir. Du musst die Hand noch schonen. Ja, und meine Schwester hilft mir auch. Zuerst säubere ich die Hand des Patienten. Dann lege ich die Paste mit Watte um den Bruch. Zuletzt fixiere ich das Gelenk mit Bambusstöckchen. Der erste Verband bleibt für 5 Tage, der zweite für 1 Woche, den dritten wechsle ich nach 10 Tagen. Und nach weiteren 10 bis 15 Tagen ist der Bruch geheilt. Während der Behandlung muss der Patient eine strikte Diät einhalten. Eier und Hühnerfleisch sind verboten. Schweinefleisch und Linsen auch. Kartoffeln soll man meiden und das Hirsebier. Wenn der Patient sich daran hält, ist der Bruch in 20 bis 25 Tagen vollständig geheilt. Das ist jetzt der letzte Verband? Ja. Drückt er? Alles gut? Ja. Dann ist es gut. Bis dann. Fast alle Arten von Frakturen behandelt Mandela. Seine Erfolge haben sich herumgesprochen. Mittlerweile kommen Patienten aus der ganzen Region zu ihm. Nur die besonders schweren Fälle schickt er ins Krankenhaus. Nema hofft, in 2 Wochen wieder ohne Einschränkungen arbeiten zu können. Dann kann sie ihre Kinder endlich wieder zur Schule schicken. Das Songgu-Reservat ist ein Pflanzenparadies. Im feuchten Dschungel in Höhen zwischen 1000 und 3000 Metern wachsen über 600 verschiedene Heilpflanzen. Viele von ihnen gibt es nur hier. Ja.
Oft muss Mandela nur ein paar Meter in den Dschungel vordringen, um ein bestimmtes Kraut, eine bestimmte Wurzel oder Frucht zu finden. Ein Paradies für Botaniker und ein ideales, natürliches Medikamentendepot. Hier, bitte, setz dich. Das ist Banmara, ein gewöhnlicher Wasserdost. Seine Blätter stoppen Blutungen, unter anderem bei Verletzungen. Das ist Pimuk. Wir setzen es als Schmerzmittel ein. Es lindert die Schmerzen bei Brüchen und es hilft bei Blutergüssen. Die Wurzel wird zerkleinert und ausgepresst. 2 Teelöffel pro Tag reichen. Und das ist Majito? Richtig, Majito, indischer Krab. Er hilft gegen Allergien. Wir verabreichen ihn pulverförmig. Den Kräuterextrakt tragen wir direkt auf die betroffene Hautstelle auf. Du musst es nicht kochen, du kannst es so auftragen. Der Schamane Dichen hat inzwischen die Arznei für seine Patientin gesammelt. Seine Schwiegertochter Chuki begrüßt ihn. In seinem Garten will er die Medizin gegen die Lebensmittelvergiftung zubereiten. Die Chen verwendet dafür nur die Wurzel der Leopardenblume, eine Schwertlilienart, die nur hier in der Region wächst. Erst vor wenigen Jahren haben Pharmakologen die Wirkstoffe der Leopardenblume bestimmt. Sie fanden in ihrer Wurzel Substanzen, die helfen, Lebergifte abzubauen. Auch wenn die Chen von der wissenschaftlichen Entdeckung nichts weiß, von der Heilwirkung seines Wurzelsuds ist er überzeugt. Hallo, guten Morgen. Wie fühlst du dich heute? Okay? Das habe ich dir aus dem Feld mitgebracht. Von mir gemacht. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich mag nicht. Versuch es. Nimm einen Schluck. Es schadet nicht. Na gut. Morgen wirst du dich besser fühlen. Fertig? Jetzt hat sie die richtige Medizin. Lasst sie nicht alleine. Nun beginnt die Medizin zu arbeiten. Ihr Zustand mag schlimm aussehen, aber keine Sorge. Gebt ihr nur Milch und Reis. Seit über 35 Jahren habe ich Erfahrung mit der Medizin und immer gute Ergebnisse erzielt. Passt auf sie auf. Morgen wird wieder alles gut sein. Alles Gute. Bleib ruhig und hoffe, dass alles gut wird. Mit Gesang beendet die Chen seine Therapie. Er bittet die Götter um Unterstützung für Chungde. Unser ganzes Leben lang beten wir Lepcha für ein gegenwärtiges und für ein kommendes Leben in Frieden. Und wir bitten ihn nicht, dass nach unserem Tod Shiva, Buddha und alle anderen Götter und Göttinnen uns führen mögen. Die Lepcha haben ein entspanntes Verhältnis zur Religion. Viele sind heute Buddhisten, ohne ihre animistischen Wurzeln zu leugnen. Ob Naturgötter, Buddha oder gar Shiva,
Die Lepscher haben die Grenzen zwischen den Religionen verwischt. Darf ich mich hier unterstellen? Es regnet, ich werde nass. Bharat ist im Dorf unterwegs. Ist das dein Haus? Das meiner Schwester. Und was machst du? Ich lebe hier mit meiner Schwester. Was pflanzt ihr denn hier an? Mais und Gemüse. Für den Hausgebrauch? Wir verkaufen etwa die Hälfte. Der Rest ist für uns. Wenn du krank bist, bevorzugst du dann das Hospital oder die Heilmedizin? Das Krankenhaus ist weit weg, das Taxi auch. Wir sind hier auf unsere Heilmedizin angewiesen. Vertraust du in Dr. Mandelas Behandlung? Ja, wir vertrauen in seine Medizin. Mandela macht das gut. Warst du jemals bei ihm zur Behandlung? Klar, alle hier waren schon bei ihm. In Mandelas Haus kann Bharat endlich seiner liebsten Beschäftigung nachgehen, dem Bestimmen der medizinischen Pflanzen. Der Wissenschaftler ist immer wieder vom Artenreichtum seiner Heimat fasziniert. In unserem Institut haben wir bisher über 400 Pflanzen mit medizinischer Heilwirkung identifiziert. Darunter sind viele therapeutisch sehr, sehr wertvoll. Hier in Safu habe ich viel Neues gelernt. Bui Champa zum Beispiel, eine Gewürzlilie, die nur im Himalaya wächst. Man benutzt auch die Zwiebel. Mandela nimmt sie für seinen Brei zur Behandlung von Frakturen. Die Zwiebel sorgt dafür, dass die Schwellung zurückgehen. Gastfreundschaft ist in Lepscha heilig. Mandela hat den jungen Wissenschaftler aus der Stadt eingeladen, bei ihm zu übernachten. Zum Abendessen gibt es einfache Kost. Reis mit Kartoffeln, Zwiebeln und Chili. Fleisch kommt hier nur selten auf den Tisch. Bitte, fang an. Huhn und Schwein aus dem eigenen Stall werden nur zu ganz besonderen Anlässen geschlachtet. Bitte, komm hier herein. Hier kannst du schlafen. Lass uns morgen weiterreden. Wir gehen auch schlafen. Wir sind sehr müde. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Einmal im Jahr findet in Safu das Paramfest statt. Die Legende berichtet, dass sich hier einst zwei Lepscher im Streit gegenseitig verfluchten. Daraufhin strafte der Schutzgott Chadung Rasu das Dorf. Alle Bewohner, auch die Kinder, erkrankten an der Ruhr. Erst die Seuche brachte die Streithähne zur Vernunft. Sie vertrugen sich wieder, versprachen Besserung und veranstalteten zu Ehren des Gottes ein Opferfest. Wir Schamanen sind Mittler zwischen den Menschen, den Göttern und dem Bösen. Wir sind keine gewöhnlichen Macher. In uns herrscht eine ganz eigene Kraft.
Wir begehen heute das Param-Ritual. Wir beten zu unserem Schutzgott, zu Shadong Rasu. Seit Anbeginn opfern wir einmal im Jahr dem Gott des Getreides und des Fleisches. Die Legende hat ein gutes Ende. Am Tag nach dem Opferritual waren alle Bewohner geheilt. Doch sie mussten ihrem Schutzgott versprechen, fortan jedes Jahr am 14. Juni das Param-Fest zu feiern. Wird die Feier auch nur einmal versäumt, soll sich alle Heilung ins Gegenteil verkehren. Am nächsten Tag. Bharat ist früh im Dschungel unterwegs. Es ist sein letzter Tag in Safu. Ich liebe die Natur seit meiner Kindheit. Und die Natur zu verstehen, das war schon immer mein großes Interesse. Ich habe viel von Mandela lernen können. All die praktischen Dinge, das Erkennen und Sammeln von Heilkräutern im Dschungel, das Zubereiten der Medizin. Das ist schon eine ganz andere Methode für einen Wissenschaftler wie mich, der vieles nur aus Büchern kennt. Jetzt besuche ich die Chen Lepcha. Mandela hat mir gesagt, dass ein Schamane mehr weiß als nur die korrekte Anwendung der Kräuterarznei. Ein Lepcha-Schamane kann in der Zwiesprache mit den Göttern Krankheiten und Schicksale erkennen und damit den Menschen wirklich helfen. Die Chen hat heute Zeit für seinen Gast. Stolz zeigt er ihm sein Dorf. Nicht nur die Felder, auch der Dschungel gehört dazu. Der Schamane erklärt Bharat, dass auf den Gipfeln der umliegenden Berge die Schutzgötter der Lepcha leben. Diese Gebiete darf kein Lebender betreten. Nach dem Tod wandert die Seele der Lepcha dorthin, um sich mit dem Geist der Gottheit zu vereinen und auf die Wiedergeburt zu warten. Für seine Arbeit als Schamane nimmt die Chen kein Geld. Er ist, wie alle anderen hier, Bauer und lebt von dem, was der Boden hergibt. Was pflanzt du hier hauptsächlich an? Vorwiegend Mais und Kardamom. Der Marktpreis ist momentan zwar hoch, aber unsere Erträge sind leider viel zu niedrig. Wie hoch ist der Preis für Kardamom gerade? 800 bis 900 Rupien pro Kilogramm. Das ist ja kein schlechter Preis. Ja, schon. Was ist es dann? Wir haben eine schlechte Ernte. Und die anderen im Dorf, was bauen die an? Vor allem Fingerhirse. Da ist der Ertrag sehr gut. Dann Spinat, Rettich, Chili,
und verschiedene Maissorten wie Kutumgari. Mandela ist im Dschungel unterwegs, um die Arznei für seinen Dauerpatienten Achung zusammenzustellen. Die Chen hat ihm gesagt, welche Therapie anzuwenden ist. Die dafür notwendigen Heilpflanzen kennt Mandela gut. Als ich klein war, habe ich immer meinen Vater beobachtet, wenn er die Medizin für die Kranken zubereitet hat. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich wollte schon früh auch all das können. Mein Vater hat mich auch immer mit in den Dschungel genommen, hat mir erklärt, welche Pflanze für welche Medizin die richtige ist. Aber heute weiß ich viel mehr als er. Ich bin extrem wissbegierig. Mandelas Patient Achung wird einfach nicht gesund. Seit Wochen ist er ans Bett gefesselt. Hallo. Wie geht es dir? Nicht besser. Heute bringe ich dir eine andere Medizin. Nimm sie ab sofort. Die Medizin musst du mit heißem Wasser übergießen. Jeden Morgen und Abend ein Glas, 5 Tage lang. Okay? Hier, nimm sie. Ich komme dann in 5 Tagen wieder. Pass auf dich auf. Mandela hat alles getan. Jetzt muss er warten. Die Chen sagte, sein Patient würde wieder gesund werden. Für Mandela gibt es keinen Grund, an der Prophezeiung zu zweifeln. Denn der Gott der Wahrheit hatte ja zu dem Schamanen gesprochen. Du hast ein so großes Wissen um Heilpflanzen. Wie viele Krankheiten kannst du heilen? Viele. Was sind das für welche? Jede Art von Schmerzen, Gastritis, Fieber, Ruhe und vieles mehr. Und Magenschmerzen? Ja, Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Und ich befreie die Kranken auch von den bösen Geistern. Um diese Patienten zu heilen, benutzt du da Heilpflanzen oder Gesänge? Gesänge. Aha, und keine Heilpflanzen? Überhaupt nicht. Du heilst mit Gesängen? Ja. Wenn der Patient wegen böser Geister krank ist, dann singe ich meine Gebete, um ihn zu heilen. Wenn hier Leute krank werden, bevorzugen sie den Schamanen oder wollen sie lieber ins Krankenhaus gehen? Sie bevorzugen den Schamanen. Was ist der Grund? Weil die meisten Kranken von bösen Geistern besessen sind. Sie gehen nur ins Krankenhaus, wenn ich ihnen das rate. Du bist ein Schamane. Was und wer hat dich erleuchtet? Was war deine Eingebung? Früher, als ich oft lange in Höhlen und im Dschungel war und Gott sich mir näherte, wurde ich ein Schamane. Da war ich 12 Jahre alt. Hattest du irgendwelche Meister? Nein, aber ich war in Zwiesprache mit den Ahnen und ich bat sie um Erlaubnis und um ihren Segen. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, natürlich. Jeder hat Angst. Für andere kann ich Weissagungen machen. Aber meinen eigenen Weg, mein eigenes Schicksal, kenne ich nicht. Ich werde wiederkommen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Alles Gute, auf bald. Wiedersehen. Alles Gute.
Es ist ja eine bekannte Tatsache, dass die Wissenschaft uns nicht erlaubt, an übersinnliche Dinge zu glauben. Aber die spirituellen Methoden des Schamanismus, wie die von Dichen, kann man nicht ignorieren. Da steckt so viel Wissen von der Natur und vom Menschen drin. Ich habe hier lernen können, wie man im Dschungel verschiedene Heilpflanzen voneinander unterscheidet. Für mich war das schon eine wunderbare Erfahrung. Ich habe das alles dokumentiert. Ich werde versuchen, das Wissen dieser Meister für künftige Generationen zu bewahren. Denn es zeigt mir, dass dieses Wissen und der Umgang mit ihm unserem weit überlegen sind. Mandela besucht seinen Patienten. Achung geht es endlich etwas besser. Die Chens Therapie wirkt. Seine Prophezeiung ist eingetreten. Auch Chungde, die Patientin mit der Lebensmittelvergiftung, ist auf dem Weg der Besserung. 2 Tage lag sie mit hohem Fieber im Bett. Die Wurzel der Leopardenblume hat dafür gesorgt, dass sich ihr Körper entgiften konnte. Noch ist das alte Wissen der Heiler im Himalaya lebendig. Es ist eine wichtige Existenzgrundlage der Lepcha für ein Leben im Einklang mit der Natur. Am Montag nimmt uns die Geo-Reportage mit auf Alligatorjagd in Florida. Und gleich entdecken wir einen Ort, der durch Menschenhand nicht zerstört, sondern bereichert wurde. Böhmen. Doch zuvor das Arte-Journal.